Der Stadtpalast ist wenig spektakulär. Es befinden sich hier neben vielen Geschäften drei Ausstellungen: Gewänder, Waffen und Kunstgegenstände. Gleich das erste Gebäude ist die Textilgalerie. Hier gibt es unter anderem historische Kleidungsstücke der Maharajas zu sehen. Leider war das Filmen, Fotografieren, so wie in allen anderen Gebäuden, verboten. Das spielt heutzutage auch. Und warum wollen Asien im Lande gekommen sind, dann können wir sagen, in dem Land. Das Tripolia-Tor. Noch heute durchschreiten die Nachfahren der Maharajas bei formellen Anlässen in einer aufwendigen Prozession dieses Tor. Die beiden Elefanten, die das Tor bewachen, sind aus Marmor und wurden aus einem einzigen Block gefertigt. Tritt man durch das Tor, kommt man in einen großen Hof mit der ehemaligen öffentlichen Audienzhalle. Die hohe Decke der Halle wird von reich verzierten Säulen gestützt. Schöne Flugdrachen aus dem Besitz der Maharaja-Familie. Dieses Silbergefäß nennt sich Gangajari. Maharaja Machu Singh II. Füllte es für seine Reisen mit 4100 Liter vom heiligen Gangeswasser. Hier eine Ausstellung von Gewehren, die nicht mit Kugeln, sondern mit Pfeilen geladen wurden. Ein Teil des Stadtpalastes wird heute noch von Nachfahren der Maharajas bewohnt. Da sowohl die große als auch die kleine Fahne gehisst sind, wissen wir, dass das Familienoberhaupt anwesend ist. Wäre nur die große Fahne oben, dann würde sich der Maharaja gerade auf Reisen befinden. So konnten früher auch weit entfernte Bittsteller sehen, ob sich der Weg zur Audienz nach Jaipur lohnen würde oder nicht. Durch das Pfauentor kommt man in den Pfauenhof. In diesem Pfauenhof befinden sich vier prächtig bemalte Tore, die schreiend bunt sind und ein schöner Kontrast zu den hier cremefarbenen Mauern. Vom Pfauenhof aus hat man einen herrlichen Blick auf Chandra Mahal, die Residenz der fürstlichen Familie. Auch 7 Stockgebäude, aber nur 5 Leute wohnen hier. Ein ist Maharaja, seine Frau, seine Tochter, Enkelkind und seine Schwiegersohn. Viel mehr gibt es vom Stadtpalast in Jaipur nicht zu berichten und wir freuen uns schon auf Fort Amber.